Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft. Und zwar, diesmal habe ich mir etwas anderes überlegt, dass wir mal irgendwas bei anderen Dingen weitermachen. Und zwar habe ich mir mal überlegt, wir gehen mal dahin, wo wir schon lange nicht mehr waren. Und zwar in unser Dorf. Und ich habe ja auch schon wieder irgendwas aufgeschrieben. Ich habe ja gesagt, ich werde hier mal ein bisschen nach so einem kleinen Script gehen. Ich hoffe, wir haben genug Keys überhaupt hierfür und ich nehme einfach mal ein paar grundlegende Dinge mit. Ich hoffe, dass mir das überhaupt reicht. Ich glaube, Keys haben wir auch genug. Nehme ich mal nicht ganz zwei Stacks mit. Haben wir irgendwo Wolle, ist jetzt die Frage. Haben wir Wolle? Wolle wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Wartet mal kurz, ich gucke mal kurz was. Okay, passt alles. Ich habe gerade nur was geguckt, ob bei Fraps mein Mikro dann wieder als Soundquelle angegeben ist. Und jupp, ist es. Lieber mal nachgucken und auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass es hier auf das Mikro auf mein von der Kamera aufnimmt. Das wäre dann ganz scheiße natürlich. Ich glaube, wir machen noch ein paar Zäune. Jo, noch ein paar Zäune. So, dann hätten wir hier erstmal wieder ein paar Zäune. Ich brauche aber trotzdem. Müsste hier drin sein? Nein. Wo habe ich Wolle? Habe ich keine... Schnee. Habe ich Wolle draußen bei der Farm? Ich hoff's. Ja. Wir schauen heute mal wieder Richtung Dorf nach hinten. Ein bisschen wollte ich hier den Strand heute etwas bauen. Zumindest für diese Aufnahme erstmal. Dann mache ich mir einen Plan für die nächste Aufnahme. Wir machen hier Schritt für Schritt durch, damit es schön bei einem Plan bleibt. Oh ja, hier hätte ich Wolle. Ich nehme mal weiße Wolle mit und vielleicht auch... Ja, doch, weiße Wolle nehme ich mal mit. Und wir schnappen uns auch eine Schere. Und schneiden die hier nochmal ein bisschen ab. Noch ein bisschen... Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Farbstoff. Hoffe ich. Hey. Hier bleibt kein Schaf angezogen. Ihr werdet als alle nackt. Hahaha. So. Der böse Mann mit der Schere kommt. So, zack, zack, zack. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir alle durch. Nee. Ja, ich denke, wir haben alle durch. Gehen wir auch mal zurück Richtung Haus nochmal ins Lager. Wir haben bestimmt irgendwo ein bisschen Farbstoff. Da werde ich nämlich ein bisschen Farbe brauchen. Und ich snack mir mal schnell einen Apfel rein. So. Dann gucke ich mal. Den Bogen werde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. Den können wir auch mal wegtun. Farbstoff müsste oben sein bei Lapis Lazuli. Ja, hier. Oh. Das ist jetzt blöd. Ich habe kein Rot. Habe ich denn Rosen? Rosen hätte ich. Die muss man einschmelzen. Ach nee, geht so. Okay, wollte ich schon sagen. Muss man das jetzt einschmelzen oder nicht? Und zwar... Hey. Was soll das... So, ich mache mal 16 Stück Rot. 16 Stück Gelb. Und 16 Stück Blau. So. Wir nehmen mal die Farbe aber trotzdem mit. Ganz normal. Wir nehmen die Farbe einfach mal mit. Dann können wir uns ja aussuchen. Rot, Gelb, Blau. Genau. Wie wir es da hinten weg machen. Heute gehen wir mal oben rum. Das Haus wird auch noch eine kleine Veränderung durchleben. Also, es wird schon eine größere Aktion werden, aber ich werde erstmal gucken, wie wir das machen. Wie gesagt, das Haus habe ich anfangs vor Jahren gebaut. Hier hinten baut jemand sich was. Ich glaube, Natascha baut sich hier hinten ein Haus. Aber die ist ja zurzeit in der Aufnahme nicht mit dabei. Die ist ja gerade im Erzgebirge noch ein bisschen Snowboard fahren.
solange noch ein bisschen Schnee zumindest liegt, das nutzen. Zumindest bei uns ist hier schon lange kein Schnee mehr. Aber dort soll es eigentlich. Soll eigentlich recht viel Schnee liegen. Unser kleines, schönes Dörfchen, was noch nicht. Was noch unbewohnt ist. Was wir auch noch ein bisschen bewohnen müssen. Wie sagt man da? Noch ein bisschen ein paar Bewohner einspannen müssen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal hiermit an. Ist natürlich irgendwie doch ein bisschen blöd. Ist zu stufig. So, zack. Hier nochmal. Zack. Zack. Ein paar Strandliegen will ich hier haben. Zack, zack, zack. Es soll ja ein Strand werden. Also ist ja eigentlich ein Strand. Ich will vielleicht noch, wenn wir später mal ein bisschen Zeit haben und nicht mehr wissen, was wir großartig damit anstellen, können wir den Strand hier noch so ein bisschen durchziehen. Das wollte ich aber jetzt noch nicht gleich unbedingt anfangen. Weil sonst wird es ja gleich hier wieder anfangs langweilig, wenn wir loslegen hier. Nee, das werde ich schon irgendwann im Laufe des Let's Plays nochmal machen wollen. Hier ein bisschen durchziehen. Den Strand. Da, da und da. Noch ein paar Liegen können wir hier so. Aber ich würde nicht allzu weit die Liegen rauf machen. Vielleicht ein paar vereinzelte. Hier unten so die mehreren. Mehr Liegen. So ein bisschen. Zack. So. Vielleicht da noch eine her. So. So ein paar kleine Strandliegen. So, jetzt ist natürlich das andere, was ich vorhabe. Mach mal erstmal einen gelben Sonnenschirm. Erstmal einen gelben Sonnenschirm. Den setze ich einfach da hinten hin. So, zack. Vielleicht noch eins höher. Zack. So. Zack. 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 Zack, und mal hier weiß außenrum. Dann haben wir hier einen so schönen Sonnenschirm. So. Schaut zwar ein bisschen massiv aus, aber. Wir spielen ja hier noch eigentlich recht. Nicht jede soll auch einen Sonnenschirm bekommen. Nicht alle sollen einen Sonnenschirm bekommen. Dich machen wir jetzt mal blau. Und diesmal so. Zack, zack. Teppiche habe ich ja noch nicht und ich glaube, Teppiche kann man gar nicht auf irgendwas so einfach so zack drauf platzieren. Wir machen hier einen schönen Sonnenschirm her, zack. Oder in der Luft, kann man in der Luft Teppiche platzieren? So, hier noch einen blauen Sonnenschirm. Jetzt kriegst du natürlich hier noch einen. Machen wir nochmal einen blauen. Aber diesmal, diesmal machen wir den wieder so. Dann mache ich hier nochmal einen Sonnenschirm hin. Der kriegt diesmal einen roten. Zack, zack. Der kriegt diesmal einen roten Sonnenschirm. Weiße Wolle. Zack. So, da. Bis jetzt sind sie alle kariert. Vielleicht mache ich mal einen nicht kariert. Mache ich mal einen wie einen Kreisel rum, ha? Zack, zack. Du kriegst auch nochmal einen roten. Aber du kriegst diesmal einen anderen roten. Weil wir machen mal hier. Na, bin ich zu nah dran? Nein! Nicht hierher. So. Oder wir machen den komplett rot. Wir machen den komplett rot. Du hast einen komplett roten Sonnenschirm. So. Jetzt hätte ich gesagt, mach mal hier so einen breiteren Sonnenschirm, der so ein bisschen über beide drüber geht. Zack, 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 zack. Oh, eins zu viel. Und, dich machen wir mal wieder gelb. Den Sonnenschirm hier, jetzt waren da ein paar blaue. So, zack. Hier. Und, vielleicht mache ich dich auch einfach ein wenig größer an sich.
Nicht nur so, zack. Mal die vielleicht an sich ein bisschen größer, du bist ja ein größerer Sonnenschirm. Ja, mach mal so. Ziemlich großer Sonnenschirm. Bisschen länglich, aber ein ziemlich großer Sonnenschirm, hä? Oder? Stopp, warte mal. Was war denn das jetzt? Habt ihr das auch gehört? Ich mach dich eher, ich mach nochmal die, ich mach den eher breit, weil die Pfosten sind ja breit. So, dann mache ich hier, so. Schaut aber irgendwie blöd aus, oder? Mache ich einfach so, zack, zack. Zack, zack. Das ist ein ganz großer Sonnenschirm. Wir brauchen noch ein bisschen gelbe Wolle. Ich mache einfach nochmal 6 Stück. Hey, hier ist weiße Wolle, die will ich haben. Huip. So. Und so, ha? Das ist ein Riesensonnenschirm. Da können wir aber noch. Da machen wir noch so eine Bank drunter. Machen wir hier noch eine. Machen wir hier noch so eine Sonnenliege her und ach komm, hier auch nochmal eine. Es ist eine Familie. Deswegen haben die so einen großen Sonnenschirm. Da machen wir da vorne noch vereinzelt nochmal eine hin. Ah, Spider-Chucky! Au! So, nochmal, ich brauche nochmal Zaun. Und du kriegst nochmal einen blauen. Ja, du kriegst hier nochmal einen blauen Sonnenschirm her. So. Zack. Sodala. Dann hat er nochmal hier schön einen blauen Sonnenschirm her. Schaut doch dann ein wenig nach was aus. Jetzt haben wir hier schönen Strand. So, die Wolle brauchen wir erstmal nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Kiesweg her. Hier vorne hört ja der Weg. Ich muss etwas essen. Merke ich gerade. Oh, das Essen ist ja ganz schön runtergegangen, hey. Huiuiuiui. So. Mach jetzt einfach mal hier so. Den Weg mal ein wenig schmäler werdend. So, dann wird. Oh, nein, keine Erde. Kies. Kies wollte ich da machen. So wird hier ein wenig schmälerer Weg her in Richtung Strand. So, ganz schmalen Weg. So. Ich mach den einfach mal da so her. Ups. Nein. So. Lass mal hier so einen Weg runterlaufen. Was? Vergiss es. Lass mich in Ruhe. Blöde Zicke. So, hier mal so einen kleinen Weg herlaufen. Der geht dann auch direkt runter zum Strand. So. Der geht dann hierher. Ich hoffe, unser Kies reicht, was wir mitgenommen haben. Wegen Kies will ich jetzt nicht nochmal extra. Nur wegen Kies will ich nicht nochmal vorlaufen. Beziehungsweise wir machen ja eh nicht anderes viel. Das wäre jetzt erstmal so übrigens das Erste, was wir vorhaben für heute. Den Rest weiß ich noch gar nicht. Hat man noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, was wir heute ein bisschen machen könnten. Ein paar schon, aber nicht zu viele. Ist ja auch blöd, wenn man hier alles, jede Folge durchplanen bis zum geht nicht mehr. Da flog der Creeper und da ist er weg. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier so. Zack. Hier nochmal rüber. Und dann nochmal hier so her. Richtung Wasser. Müssen ja nicht alles hier mit wegen zu klatschen. Sonst wird es ja zu viel. Ist ja ein Strand.
Und soll ja auch ein Strand bleiben eigentlich. So. So machen wir das. Mehr Wege mache ich gar nicht. Gut. Schaut ja eigentlich nicht mal so schlecht aus. Gut, die Schirmständer sind halt ein bisschen dick, die Schirme. Ich hab's gewusst, wenn ich daherlaufe, dass hier gleich wieder alles mit Zombies und Spinnen voll sein wird. Und ich höre es auch ganz viel hüpfen. So. Ja, das wäre jetzt unser kleiner Strand. Ich habe Glowstone-Lampen oder sowas vergessen. Hätte ich auch bei einem machen können.